Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei der Anno 1602 History Collection Edition. Siehst du, ich hab schon wieder gesagt, in einer neuen Folge. So, heute steht auf dem Plan, dass wir unserem Kollegen mal ein wenig einheizen. Ich würde vorher allerdings noch eine Kleinigkeit erledigen. Und zwar, da unsere Hauptinsel ja momentan quasi noch komplett ungeschützt ist, sollten wir da mal ein wenig nachrüsten. Hier die Front quasi beim Kontor, da mache ich mal ein bisschen mehr, ne? Und danach quasi so immer im Abstand ein paar Türmchen einfach hin. So. Die Kosten zwar natürlich, vor allem Ziegel, aber just in case, falls hier irgend so ein Hampel angerannt kommt von dem und der hier irgendwie Leute positionieren will oder angreifen will, dann darf er das natürlich gerne versuchen, da haben wir gar nichts dagegen. Aber zulassen, dass er das über längere Zeit macht, leider nicht. Da müssen wir ihn leider enttäuschen. Das können wir leider nicht machen. Da fehlt uns halt einfach das Budget. So. Die Heereskosten steigen jetzt natürlich dadurch. Gar nicht mal wenig. Tatsächlich sind unsere Betriebskosten eigentlich, oder generell unsere regelmäßigen Ausgaben viel höher. Oder nicht viel höher, aber deutlich höher als unsere Steuererträge, die wir so reinholen. Meine Hoffnung ist, dass selbst wenn wir jetzt den Blauen angreifen und hoffentlich danach wieder Frieden schließen können, erstmal um ihn weiter aussaugen zu können, dass wir hier beim Gelben eventuell noch ein bisschen Profit rausschlagen. Denn der hat ja auch Kaufleute und braucht demzufolge ebenfalls Gold bzw. Schmuck. Allerdings hat der halt keine Schmiede, keine Goldschmiede. Kann aber auch sein, dass er noch ein bisschen hinterherhinkt. Wobei er hat halt eigentlich schon Hochschule und Theater. Deswegen bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, was bei dem jetzt konkret abgeht. So, na, wir sammeln erstmal nochmal schnell ein paar Ziegel. Ich baue hier schon mal derweil weiter ein paar Türme. Die Ziegel gehen leider aber mega schnell weg mit den Türmen, weil die halt echt nicht billig sind. So. Die anderen Inseln, also die Goldinsel ist sowieso erstmal die wichtigste von allen. Weil die quasi unsere Lebensgrundlage darstellt, wenn du so willst. Also selbst wenn der Worst Case eintrifft. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ich weiß echt nicht mehr, wohin mit den Dingern. Ich pack die jetzt einfach alle dahin. Damit wir am Ende dann da einfach so eine Armada an Statuen rumzustehen haben. So, nee, selbst wenn da irgendwie eine Versorgungsinsel von uns dann halt irgendwie temporär zerstört oder weiß ich nicht was und unsere Leute dann irgendwie vielleicht sogar hart downgraden, dann haben wir halt immer noch genügend Budget auf der Tasche, müssen uns da keinen Kopf machen. Ich meine, wir haben jetzt über 1 Million, die ist so schnell auf jeden Fall nicht weg. Und im Notfall können wir da auf jeden Fall sehr schnell reagieren und irgendwie was Neues hochziehen oder was auch immer. Wir sind da, denke ich, auf der sicheren Seite. Da müssen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. So, den Funzen von Insel da. Da packe ich jetzt noch so ein Ding als Leuchtturm. Nee, warte mal. Dann nehmen wir den hier. Das ist der Special-Turm. Der wäre zwar mega schnell kaputt, aber das ist scheißegal. Es ist ein Turm. Kosten die eigentlich Kanonen? Ich glaube schon, ne? 2, ja. Die kosten auch 2. Okay, die halten einfach nur ein bisschen mehr aus. Damit dürfte man hier auf jeden Fall abgesichert sein. Das hat natürlich ordentlich Kanonen gekostet. Das ist aber okay. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Scheiß drauf. Okay, so. Jetzt erstmal. Demonstratives Speichern. Spielstand gespeichert. Oh ja, ich weiß. Das war gut. Und da... jetzt mal die falsche Taste. Und dann laden wir die Kollegen hier mal aus. Wie gesagt, vorerst bis hierhin dürfte der Herr noch keine großen Probleme damit haben. Ich schicke mal ein Schiff hier drüben hin. So, dann hat der quasi die da im Visier. Ja, wir sind ja nach wie vor noch auf unserem Land. Den anderen schicken wir mal dahin. Und dann hier nochmal. Und den schicken wir hier zum Kontor. Oh, warte mal. Ich überlege gerade, ob das geht. Ich möchte das mal ausprobieren. Dafür brauchen wir auch noch ein weiteres Schiff. Ich nehme mal hier irgendeins von den kleinen oder so.
Und das beladen wir gerade mal mit ein wenig Ressourcen. Diese Folge wird mal wieder demonetarisiert. Was momentan eh noch keine Rolle spielt, weil der Kanal eh komplett überhaupt nicht monetarisiert ist, weil er noch gar nicht monetarisiert werden kann. So, der Vulkan bricht aus, ist mir wurscht. Der Schmuck wurde übrigens verkauft, so wie es aussieht. Ja, der ist rausgegangen, wunderbar. Haben wir quasi einfach mal for free ein bisschen was bekommen. Finde ich sehr gut. Ja, mein Freund. Demnächst wirst du nicht mehr so viel Freude haben. Ich glaube, damit würden wir ihm sogar eine ziemliche nachhaltige Nackenschelle verpassen. Weil, natürlich, seine Alkoholvorräte. Mit anderen Worten, er muss dann Alkohol einkaufen. Wo er das wohl machen kann? Wer weiß, wer weiß. So, jetzt muss ich mal gerade was ausprobieren. Und zwar, geht das noch? Nee, das geht nicht. Oh, wir können gar nicht alle selektieren. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. Halt. Hier. Erstmal muss das kleine Schiff da stehen, was hoffentlich unterwegs ist. Bestimmt steht sie wieder. Immer. Einfach immer. So, jetzt fährt er. Man muss wirklich immer mehrmals klicken, damit die fahren. Ich finde das ein bisschen blöd, aber naja, gut. Die Nahrung, die du hier hast, die können wir eigentlich gleich hier nochmal mitnehmen. Wo hat der eigentlich... Ach, der hat da oben Farm, okay. Wo ich gerade echt wundern, wo der die Nahrung her hat. Nee, also das Experiment, was ich machen will, ist, ob wir hier einen zweiten Kontor dann haben. Das wäre halt echt geil und würde ich voll gerne mal ausprobieren. Wäre lustig. So. La, 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 la. So, okay, jetzt nochmal. Speichern. Spielstand gespeichert. Dann, Jungs. Es geht los! Feuer frei! Land und König. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Jetzt geht's rund. Bereite dich auf einen schmerzvollen Tod vor. So, wahrscheinlich haben wir hier unten bereits Spaß. Ich weiß nicht, ob das mal ein Schiff von uns war. Ich glaube nicht. So, den deponiere ich jetzt hier unten erstmal. Setz die vor heute! Was? So, das ist noch von uns das Stuhl. Das Schiff ist eigentlich relativ socke, aber... So, der ist unterwegs. La, la. So, der hat schon jetzt keine Einheiten mehr hier auf der Insel, glaube ich. Wir geben mal ein bisschen Gas. So, wir konzentrieren uns auf die Marktplätze. Und hier. Ja, das war ja klar. Er weiß ganz genau, warum er den Kontor direkt wieder neu baut. So, nee, können wir aber nicht, glaube ich. Wir können keinen neuen Kontor gründen. Schade. Aber es war auf jeden Fall den Versuch wert. Vielleicht müssen wir hier erstmal alle wegblasen, damit das geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlen ihm jetzt langsam die Ressourcen. Dieses Stück Mauer, was er da noch gebaut hat. Ey, schön. So, können wir? Nee, wir können immer noch nicht. Da ist noch ein Marktplatz. Los, 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 Jungs, Attacke! Boom! So eine Zerstörung, Junge! Boom! So, das waren auf jeden Fall schon mal seine Marktplätze. Können wir denn jetzt? Nein, wir können nicht, okay. So, ich warte jetzt einfach, bis seine Insel hier quasi flöten ist. Lange kann das nicht mehr dauern. Den Händler können wir nicht angreifen, er wird wahrscheinlich Material einkaufen. Yep, er hat Material eingekauft. Hallo? Boah. Einfach von allen Seiten 3000 Kanonen. Boom! So, da ist der Marktplatz auch schon wieder weg. Wir könnten schon teilweise übernehmen, das werde ich auch tun. Die feindliche Übernahme hat begonnen. Nun kennt ihr unser wahres Gesicht. Nee, ist noch ein bisschen blöd mit übernehmen. Wir könnten halt auch die Farm hier noch und so, aber... Boom! Greift die Bäume an! Die Bäume! Zerstört alle Bäume! Scheiß Natur! Zerstört sie! So. Das war der Holzfäller. Hier nochmal, da nochmal. Weil die Sachen können wir eh nicht übernehmen. Leider.
Sonst würde ich die Farm natürlich stehen lassen. Aber da wir die halt eh nicht übernehmen können. Ach, guck mal. Ach nee, ist der Weiße. Ich wollte gerade sagen, hä? Wieso greifen die den nicht an? Ah, können sie natürlich gar nicht. So, da war die Insel weg. Yes! Okay, dich schicke ich nach vorne, weil du hast Ressourcen. Und dann natürlich sofort, damit der nicht auf Ideen kommt, der Kollege Schnürschuh. Ich übernehme einfach mal seine ursprünglichen Marktplatzplätze. Marktplatzplätze? Okay. Zumindest so Pi mal Daumen. So, dann haben wir die Insel nämlich eingenommen. Die gehört jetzt uns. Feierabend hier. So. Dann einmal hier hoch. Da kommt alles weg. Das ist ein Schutt und Asche, den er hier übrig, die er hier übrig gelassen hat. So, den anderen Marktplatz, den packe ich hier oben hin. Du kommst weg. Und dann machen wir halt noch, wir bauen das natürlich noch um und alles, ganz klar. Gar keine Frage. Okay, wir haben, glaube ich, nicht eine einzige Einheit verloren übrigens. Das finde ich sehr geil. So, du mal hier hin und du mal hier hin. Und hier können wir nochmal den Kappes rüberschmeißen gerade. Ja, Nahrung, ja, haben wir jetzt halt. Okay, so, wie sieht's denn aus, mein Freund? Hier für ein paar Münzen so, wie sieht's aus? Hm? Ja, ist doch okay, ne? Ah, guck mal, jetzt kriegen wir, höher kriegen wir ihn jetzt nicht mehr. Der ist auf jeden Fall mad. Ist ja auch klar, wir haben gerade quasi, ne, nicht seine Insel weggenommen, aber eine Insel weggenommen. Die, hallo? So. So, da müssten hier noch drei rumstehen. Da sind sie. Nach oben mit euch. Ein Vulkan bricht aus. Weißt du, als ob es nicht schon genügend für ihn wäre, dass wir ihm seine halbe Insel da jetzt geklaut haben, kriegt er gleich vom Vulkan auch nochmal eins aufs Maul. Das finde ich echt gut. Okay, so, er verkauft wieder Schmuck. Das heißt, wir schmeißen den Kollegen hier wieder an. Wir könnten natürlich eine Werft irgendwie nochmal irgendwo hinschmeißen, damit wir ihn reparieren können. Aber hey. So. Alkohol wird für ihn jetzt ein wichtiges Thema werden. Wobei Nahrung eigentlich ja auch. Ne? Das heißt, wir können hier theoretisch, wir haben so viel davon, komm. Da können wir auch ein bisschen was entbehren, denke ich. Für 19 Taler, komm, den Überhang, den wir da haben, den brauchen wir nicht unbedingt so zwingend. Frage ist halt, ob das jemand kauft. Das wird sich dann zeigen, aber unser Problem ist das nicht. Da kann er sich sehr gerne selber drum kümmern. Wir können das natürlich manuell machen. Wir können manuell Routen zu ihm einrichten und bla bla, dass wir den ganzen Kram dahin bringen und so und ihn da schön versorgen. Hätte natürlich den Vorteil, dass wir ihn echt an der Strippe hätten dann. Ja, also wenn wir ihn hier mit allem Kram versorgen würden, hätten wir ihn halt komplett an der Strippe und könnten halt je nachdem jederzeit nach Belieben halt einfach diese Strippe einfach mal ziehen. Da sagen so, jetzt kannst du sehen, wie du klarkommst. Die sind natürlich so, also die KI ist natürlich so, dass sie sich auch selbst immer noch weiter versorgt. Es ist nicht so, dass sie dann denkt, oh, wir kriegen ja eh alles, so können wir ja quasi mehr bauen und so, ne? Das macht sie schon nicht. So dumm ist sie dann doch wieder nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man eine starke Abhängigkeit schaffen. So, unsere Einheiten haben wir hier. Die, ja, wir könnten hier die Insel hier oben, könnten wir uns theoretisch noch schnappen. Theoretisch, praktisch, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den Weißen könnten wir theoretisch komplett wegballern. Lassen wir erstmal. Momentan brauchen wir es nicht. Wir schauen erstmal, dass wir hier ausbauen können. Sind die Schiffe unterwegs? Ja. Immer so eine Frage. Und ich glaube, wir sind tatsächlich hier auch sehr stabil gerade. Mit dem Stoff bin ich mir noch nicht 100% sicher. Da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier können wir ja je nachdem jederzeit noch weiter ausbauen. Ist also gar kein Problem. Deswegen würde ich sagen, geben wir mal wieder die Baumaterialien frei und lassen nochmal weitere 500 Leute upgraden. Oder einziehen, wie auch immer. So, überprüft eure Handelsrouten. Ja, ja, kennen wir schon. Der Gelbe ist auch durchgehend am Schiffe bauen übrigens, ne? Wollte ich mal so erwähnt haben. Also fällt mir zumindest immer wieder auf. Ach, guck mal hier. Der verkauft auch Schmuck. Eigentlich möchte ich das gerne haben. Ich überlege gerade, ob wir eine Route einrichten zwischen hier und dort. Und das dann von hier aus zum Beispiel, also entweder in unsere City bringen oder von hier aus auch wieder verkaufen. Wäre beides möglich. Und eigentlich ist es echt nicht gut, dass der den Kram da verkauft, weil natürlich, es ist günstiger hier. Die Händler würden eher bei ihm kaufen. Wir müssen da etwas tun. Wir brauchen ein weiteres Schiff.
Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Soll ich die denn immer alle hinmachen? So, die nächsten kommen dann wieder so rum hier hin und dann haben wir 8 Statuen. Nee, mehr sogar. Dann haben wir 11 Statuen insgesamt, wenn das hier voll ist. Die hier einfach nur rumstehen. Ganz großes Team. Da fehlen übrigens noch Steinwege, sehe ich gerade. Noch teilweise Feldweg. Ich würde mir so eine Draufsicht wünschen, ne? So von oben, wo man die Wege besser sehen könnte. Es wurde ein neues Schiff gebaut. Toll! Okay, nehmen wir gleich mal mit hier. Nein. Und dann, warte. Hier, Schmuck. So. Dann auch gleich hier. Schmuck. So, haben wir das. Auf geht's. Dann haben wir das zumindest schon mal drin und müssen wir nur noch warten, bis er Gold im Angebot hat. Und was wir damit dann schlussendlich machen, das lasse ich erstmal offen. Das können wir dann immer noch entscheiden. Halt, Erdgold. Darauf habe ich gewartet. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Mein Leben lang. Gold. Frisch im Angebot. Für wenig Geld. Das nehme ich gerne mit. So, reich mal hier. Warte mal. Ah, doch hat er. Sehr schön. Geil. Alter, 32 Tonnen gleich. Junge. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lass mich mal überlegen. Wir machen das hier mal folgendermaßen. Wir haben hier eh noch ein paar Ressourcen rumzufliegen. Wir haben eh noch ein bisschen Platz zur Verfügung. Na gut, Platz ist relativ, aber es gibt sowas ähnliches wie Platz. Dann packen wir hier nochmal irgendwie so ein paar... Okay, das war's schon. Ein Goldschmied hin. Der kann dann nochmal zusätzlich ein bisschen was produzieren. Und dann verkaufen wir hier einfach erstmal Schmuck. Wir können den natürlich später noch behalten. Aber erstmal, ne, damit und so. Und dann machen wir hier halt... Achso, okay. Dann machen wir hier das Ding. Wie viel haben wir? 130 Tonnen. Das heißt 65 Tonnen, die Hälfte. So, Moment. Ein Handelsvertrag wurde für beendet erklärt. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Ja, ich sag's ja, das. Ach, guck mal, wir kriegen den aber schon wieder ein bisschen höher jetzt. Finde ich sehr gut. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ne, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auf immer und ewig so mad auf uns sein wird, aber grundsätzlich, das kriegen wir. Oh! Huch! Was ist denn da hier passiert, Alter? Huch, haben wir da etwa einen Stecker gezogen? Alter, wo sind denn seine Aristokraten hin und vor allem die Kaufleute? Hier sind so viele Bürger auf einmal. Ah, der hat halt immer noch das Ding mit dem Schmuck, ne? Alter, wie super ist das denn? Ja, das Problem ist natürlich, jetzt haben wir hier ein bisschen, ne, und so bricht uns ein bisschen eine Einnahmequelle weg. Das heißt, wir sollten ihn vielleicht sogar wirklich mit Alkohol versorgen. Den alten Alkschlund. Oh ja, solange wir da noch ein bisschen was rausprügeln können, ne? Lassen wir ihn erstmal ein bisschen zappeln. Mal gucken, was er am Ende macht, ne? Oh, hier können wir momentan nicht viel mehr bewirken. Warte mal. Stoff könnten wir theoretisch auch. Auch Kakao und so könnten wir alles machen. Wobei ich glaube, selbst durch die Händler kriegt er da schon einiges. Boah, irgendwie nicht, ne? Wie sieht's denn aus? Ne, hier nicht. Hier haben wir die Gewürzgeschichte. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, das kennen wir. Das kriegen wir jetzt im doppelten Format. Warte mal. Hier. Genau hier. Hier verkaufen wir Alkohol. Ja. Wir haben sogar auch Verkaufserlöse. Die sind da. Wir sollten hier generell mal ausbauen übrigens. Weil jetzt können wir ja. Jetzt ist der Platz ja da. Ich mach das mal einmal so hier. Dann machen wir hier... Ja, keine Ahnung, so. Du kommst jetzt da weg. Der ganze Schmarrn kommt... Der ganze Schmarrn hier kommt auch weg. Warte mal, den brauchen wir noch. Und dann machen wir hier so ein Ding hin. Und theoretisch können wir gleich noch ein bisschen ausbauen. Machen wir mal irgendwie... Den Marktplatz da verschiebe ich. Hallo?
Die machen wir mal erstmal, keine Ahnung, hier hinten hin oder so. Dann kommt der weg. Dann... Mein Magen knurrt übrigens gerade. Ich weiß nicht, ob man das hört. Er signalisiert mir, dass ich nach wie vor nicht gefrühstückt habe. Aber so sieht es meistens aus bei mir. So, was haben wir da? Handelsrouten, natürlich. Nein! Ja, wir können auch hier natürlich Steinwege benutzen, aber noch nicht. So, warte mal, kannst du... Du kommst da noch ran. Ja, dann baue ich den anderen einfach auch hier hin. So, dann haben wir das. Dann sollten wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr noch rauskriegen aus dem Ganzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, man sieht auch, die Verkaufserlöse, die sinken jetzt schon mal. Aber da kriegen wir schon gebacken. Vor allem, weil es ihn ja noch gibt, dem wir auch noch einiges aus der Tasche ziehen können. Und der hier, der wird sich schon wieder erholen. Der wird sich schon wieder erholen. Der kann sich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen erholen, weil natürlich die Bürger, die haben ja deutlich geringere Ansprüche. Ah, Moment mal, da fällt mir was ein. Scheiße. Unter Umständen habe ich vergessen, das Baumaterial wieder zu sperren. Huch. Tabak geht übrigens runter, ist mir gerade so aufgefallen. Ups. Es war so nicht geplant. Okay. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier ein bisschen Rettungsaktion. Damit uns nicht der gute alte Qualmshit hier ausgeht. Und dann, ja, damit unsere Leute, ne, und so. Und dann gucken wir mal, wie wir weiter verfahren. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt hier entwickeln wird. Und ob wir ihn retten oder nicht, keine Ahnung, gucken wir dann, ne. Das ist, ja, das steht ja erstmal in den Sternen. Und übrigens, was hier betrifft, ne, unsere Sammlung, die wir uns jetzt hier gerade aufbauen. Und auch, wo wir übrigens verkaufen. Das würde ich erstmal euch überlassen. Ob wir quasi die Produktion, die wir jetzt hier aufbauen, ob wir die für uns selbst nutzen sollen oder ob wir weiter hier verkaufen sollen oder ob wir von unserer Goldinsel am Ende importieren können sollen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir das machen sollen. Guck mal, Alter. Wir haben sehr viel Gold. Fällt mir gerade so auf. Ich schraube hier nochmal ein bisschen höher. Ne, also das überlasse ich euch dann. Könnt ihr gerne entscheiden, wie wir das machen sollen. Weil im Prinzip, wir kriegen hier halt sehr günstig Gold. Und Schmuck zusätzlich noch. Oben drauf. Das heißt, theoretisch könnten wir mit unserer Produktion, die wir machen, noch Profit machen und gleichzeitig es für uns selbst nutzen. Wäre also eigentlich eine Win-Win-Situation. Aber wie gesagt, überlasse ich euch, wie wir das machen sollen. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Dinge bedacht, die ich nicht bedacht habe. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, denn wir müssen uns schnell um unsere Kaufleute kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen, also Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder um 10 Uhr hier auf dem Channel zurück bei Anno 1602. Bei der History Edition. Bis dahin, tschüssi und bis morgen.